Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Professor Becker, liebe Kollegin Stark-Watzinger, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. So ungefähr muss es sich anfühlen, wenn man im Olymp ankommt, jedenfalls im Olymp der Wissenschaften. Als solchen würde ich mir erlauben, diese Versammlung und die deutsche Forschungsgemeinschaft insgesamt zu bezeichnen. Ja, Frau Stark-Watzinger, ich glaube, Sie haben uneingeschränkt recht und ich habe irgendwie das Gefühl, weil wir so oft zusammen auftreten, uns gibt es ja fast nur noch im Doppelpack, es stellt sich so eine Konkurrenz inzwischen auch ein. Ich stimme uneingeschränkt zu, Sie haben recht, Wissenschaftsministerin ist ziemlich genau ungefähr das schönste Amt, was man sich nur vorstellen kann in einer solchen Regierung. Jetzt wissen Sie natürlich auch, in Bayern ist es immer noch ein bisschen schöner. Wir haben deswegen noch die Kunst dabei, um es eben als i-Tüpfelchen sozusagen noch zu versehen. Aber ansonsten, dem Grunde nach, bin ich da völlig bei Ihnen. Herr Oberbürgermeister, bei Ihnen habe ich auch gleich gemerkt, Sie verstehen absolut Ihr Geschäft. Die Frau Stark-Watzinger war zwar gerade noch der Meinung, sie müsste mich darauf hinweisen, dass Freiburg nicht mehr zu Bayern gehört. War nicht notwendig. Ich wusste, dass man auch außerhalb von Bayern Fußball spielen kann. Habe ehrlich gesagt mitgefiebert mit Ihnen beim Pokalfinale. Hat nicht ganz geklappt, aber war trotzdem stark. Und kann wunderbar mit diesem Ort als Veranstaltung leben. Erstens Südschiene. Wusste gar nicht, dass ich jetzt einen Witz an der Stelle mache, aber kann wunderbar mit Freiburg leben, das darf ich uneingeschränkt versichern. Erstens, Südschiene funktioniert immer. Und zum Zweiten kommt natürlich mit der Wahl dieses Tagungsortes auch das Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Deutschland als nicht zentralistischem, sondern polyzentrischem System zum Ausdruck. Insofern finden Sie mich hier in ganz großer Gelassenheit und höchstem Einverständnis vor, dass wir uns hier in Freiburg versammeln. München ist auch schön, aber Freiburg ist super. Meine Damen und Herren, ich darf zunächst mal Danke sagen, dass wir uns heute hier in Präsenz versammeln können. Es ist im Wesentlichen ein Verdienst von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der ganzen Welt, aber gerade auch bei uns in Deutschland. Herzliches Dankeschön dafür. Ich finde, wir sollten manche Bescheidenheit, die da immer wieder zutage tritt, auch ein bisschen ablegen. Wir dürfen stolz darauf sein, was wir in den letzten 3 Jahren miteinander geschafft haben, was Sie geschafft haben, was Forscherinnen und Forscher in Deutschland geschafft haben. Unser Standort wird ja manchmal immer ein bisschen kleingeredet und woanders ist alles viel besser und die sind viel schneller und alles viel toller. Aber eigentlich sind wir verdammt gut, meine Damen und Herren. Und deswegen herzliches Dankeschön von meiner Seite für die gemeinsamen Errungenschaften auf Ihrer Seite in den letzten 2, 3 Jahren. Ich will Ihnen im Grunde jetzt kein Co-Referat halten zu dem, was gerade gesagt wurde, denn dazu sind wir offensichtlich schon zu konkurrent, Frau Ministerin. Aber ich darf den ein oder anderen Gedanken vielleicht nochmal weiterführen. Ja, ich denke, es ist absolut angemessen, dass wir auch an dem heutigen Abend darüber reden, dass Zeitenwende ist, Paradigmenwechsel, egal welches Wort Sie dafür verwenden, wir merken die Dinge in der Welt, sie ändern sich. Sie ändern sich schon länger, weil eine technologische Revolution im Gange ist, die sich unglaublich beschleunigt hat. Wir merken schon länger, dass große wirtschaftliche Veränderungskräfte wirken, aber wir merken inzwischen auch ganz deutlich mit all dem Schrecken dieses Jahres, dass auch geopolitisch die Koordinaten in der Welt sich gerade dabei sind zu verschieben. Und deswegen ist es richtig, dass wir gerade vor diesem Hintergrund auch und insbesondere die Rolle der Wissenschaft hier nochmal neu in den Blick nehmen. Deswegen 2, 3 Thesen dazu. Das erste ist, wenn Zeitenwende im Gesamten ist, meine Damen und Herren, dann bin ich auch der Meinung, wir brauchen eine Zeitenwende in der Forschungsförderung. Wissenschaftspolitik ist nicht die Abteilung Gedöns, ist nicht die Sache, die man halt irgendwie so nebenher macht, sondern ich bin der Auffassung mit dem, was wir gerade erleben, dass für die Frage von Souveränität in Deutschland, in Europa, die technische Stärke, die technologische Stärke mindestens so wichtig ist wie militärische Stärke und andere Fragen. Und deswegen würde ich mir wünschen und würde es auch als gemeinsame Ambition sehen, Frau Kollegin, dass wir uns hier stark machen. Sind wir doch mal ganz ehrlich, in den letzten 10, 15 Jahren waren wir, wenn es um die Frage von technologischer Stärke ging, zu schnell, zu zufrieden. Haben uns auf die Schulter geklopft, wenn wir in Deutschland ein paar KI-Professuren geschaffen haben. Waren stolz, wenn die Mittel ein bisschen Mittelaufwuchs da war. Ist das ausreichend gewesen, gerade wenn wir jetzt in eine neue Phase eintreten? Ich glaube nicht. Und deswegen würde ich mir dieselbe Selbstverständlichkeit in der Debatte wünschen, mit der man jetzt neu in unsere militärische Stärke investiert, bei der Frage, wenn es um
die Stärke der Wissenschaft, wenn es um die Stärke der Forschung geht. Ich sage Ihnen ganz deutlich, ich möchte nicht in einem Land leben, wo wir in 10, 15, 20 Jahren von anderen Systemen der Welt abhängig sind, zumal das vielleicht Systeme sind, Sie haben eines angesprochen, dessen Werte wir vielleicht dann nicht mal im Ansatz teilen. Und deswegen sage ich, meine Damen und Herren, Investitionen in Wissenschaft und Forschung sind auch Investitionen in unsere Freiheit und deswegen sollten wir sie gemeinsam stärken. Das Zweite, meine Damen und Herren, Zeitenwende sehe ich auch in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Zeitenwende brauchen wir vielleicht auch in der Wissenschaftskommunikation. Ich möchte Ihnen jetzt keinen Lehrvortrag halten, das wäre anmaßend und nicht mal im Ansatz gerechtfertigt. Aber ich würde Sie tatsächlich einladen wollen zur Frage, was ist wichtiger, die besten wissenschaftlichen Ergebnisse zu erzielen oder sie ordentlich kommuniziert zu bekommen? Wahrscheinlich ist entweder oder falsch, nicht nur, sondern auch. Beides ist notwendig. Und vielleicht haben gerade die letzten 2, 3 Jahre unseren Blick nochmal geschärft, dass Rationalität, dass das beste Argument sich in der Republik und insbesondere in den Untiefen der sozialen Netzwerke nicht ganz automatisch durchsetzt. Wo wären wir gewesen in den letzten 2 Jahren, wenn wir nicht Größen der Wissenschaft gehabt hätten, die auch in der Lage sind zu kommunizieren? Aber es sind ehrlicherweise gar nicht so viele. Und vielleicht ist es notwendig, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht und überlegt, wie können wir zur Forschungsstärke, zur wissenschaftlichen Stärke das Ganze auch rekombinieren mit einer Stärke in der Wissenschaftskommunikation. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Manchmal fragt man sich ja, wozu ist es gut. Ich habe zumindest verstanden, dass wenn man in der Geschichte der großen Denker, beispielsweise bei Platon mal nachliest, dieses wunderbare Höhlengleichnis von ihm. Die Menschen sitzen gefesselt in der Höhle und sehen die Schatten an der Höhlenwand von einem Feuer und sind der Meinung, das ist irgendwie die Welt, das ist die Realität. Und sie erkennen nicht, dass es halt nur ein Abbild der Wirklichkeit ist. Und dann geht einer raus und sieht, draußen scheint die Sonne und da gibt es was ganz anderes und mutmaßlich ist das die echte Welt. Und er kommt zurück und wird von den anderen natürlich für blöd erklärt. Ich mache es jetzt sehr runtergebrochen. Was will ich Ihnen damit sagen, meine Damen und Herren? Ich habe das Gefühl, in diesem fundamentalen Strukturwandel, wie heute Öffentlichkeit sich konstituiert, es gibt unheimlich viele, die in diesen unendlichen Weiten, um nicht zu sagen Tiefen der sozialen Netzwerke unterwegs sind und gar nicht merken, dass sie diejenigen sind, die sich dort gemütlich eingerichtet haben, aber am Ende nur Schatten auf den Wänden sehen und abgekoppelt sind aus einem großen Diskurs. Und deswegen glaube ich, ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir wirklich einen Beitrag leisten. Wir wollen den aus Bayern heraus leisten, aber das jetzt wirklich nur als Angebot formuliert. Und ich lade alle ein, damit zu tun und mitzudenken, wie wir Institutionen stärken und vielleicht auch neu schaffen können, die sich diesem Thema der Wissenschaftskommunikation widmen. Das Dritte, meine Damen und Herren, und Letzte, wenn Zeitenwende ist, dann brauchen wir vielleicht auch eine Zeitenwende beim Verständnis von Fortschritt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich komme aus einer Stadt, die ist nach den Beschreibungen des Oberbürgermeisters fast so schön wie Freiburg, nicht ganz, ist München. Und was ich dort beobachte seit ganz langer Zeit ist, dass es sich viele gemütlich gemacht haben. Das ist in Ordnung. Wir sind ein Land, was von unglaublichem Wohlstand gesegnet ist. Und dass es dann irgendwann so ist, dass dann die Ambition etwas nachlässt, dass man sich zurücklehnt, dass man sich gemütlich einrichtet, ist es vielleicht menschlich. Und dass man sich dann auch mit Fortschrittsfragen kritischer auseinandersetzt, als es früher der Fall war. Auch das mag dann eine natürliche Folge sein. Aber wenn jetzt Zeitenwende ist, meine Damen und Herren, dann glaube ich, ist es unsere gemeinsame Aufgabe zu überlegen, wie können wir dann auch neue Ambitionen zeigen. Wir sehen, die Welt bleibt nicht stehen. Das Ende der Geschichte, es ist nie erreicht. Es geht immer weiter. Das ist nicht tröstlich, sondern das ist Auftrag, dass wir uns es nie gemütlich machen, sondern überlegen, welche Schritte sind als nächstes zu gehen. Und ja, ich glaube, wir treten ein in ein neues Zeitalter von Exponentialität, von unglaublich beschleunigten Entwicklungen. Dann ist es auch erlaubt, schneller zu werden. Dann dürfen wir in unseren Verfahren, auch in den Förderregularien und allen möglichen Dingen, nicht linear bleiben. Dann ist an mancher Stelle auch erlaubt, ein bisschen schneller größer zu denken, weil wir halt wirklich super sind und uns auch gerne in unseren Silos dann irgendwo aufhalten. Aber die Welt halt am Ende des Tages größer ist. Meine Damen und Herren, ich würde Sie einfach gerne gemeinsam dazu einladen, dass wir in unserem Land,
über Disruption nicht einfach nur reden, sie nicht einfach nur geschehen lassen, an manchen Stellen technologisch auch alles tun, dass sie stattfinden kann als Chance, aber dass wir immer sicherstellen, dass wir sie auch in der Lage sind zu gestalten. Das sorgt am Ende auch für breite Akzeptanz in der Gesellschaft und das ist wiederum der Boden, auf dem alles wächst, Wissenschaft und Forschung ebenso wie die Politik. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich glaube, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten und es ist vielleicht am Ende des Tages gar ein Privileg, dass wir diese spannenden Zeiten von vorneweg gestalten dürfen, dass Sie, eine starke Bundesministerin und einen Ländervertreter, der seine liebe Mühe und Not hat, die Länder alle unter einen Hut zu bringen, aber ich glaube, es gelingt ganz ordentlich, dass Sie als Wissenschafts- und Forschungseinrichtung, als Verband uns an Ihrer Seite haben, sehen Sie das als starkes Angebot bei der Bewältigung dieser großen gemeinsamen Aufgaben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in dieser Legislatur einen großen Schritt vorankommen werden. Herzliches Dankeschön. Dankeschön.